Liebes Tagebuch. Kurz vor dem Aufbruch zu meiner Expedition möchte ich diese Zeilen festhalten. Mich begleitet ein unheilvolles Gefühl. Ein Gefühl von Gleichgültigkeit, Kälte, gar schierer Verzweiflung. Das frenetische Gefühl himmelhoch jauchzender Vorfreude war in steter und unaufhaltsamer Weise eben jenem Gefühl gewichen, das ich zu beschreiben versuche. Die monatelange Suche, die mein Studium zahlreicher Veröffentlichungslisten und Videoanalysen vorantrieb, ließ in mir ernste Zweifel und bohrende Fragen aufkommen. Warum sahen meine Augen immer wieder dasselbe? Wieso sagten zahlreiche Aussteller, mit deren Anwesenheit ich fest plante, ihre Aufenthalte dieses Jahr ab? Warum tauchten in zahlreichen Listen thematische kooperative Spiele kaum mehr auf? Dennoch, ich muss es wagen, den Abstieg in die Katakomben der Massenhysterie, den Terrorhallen des Kommerzes, des schnellen Geldes, der Speerspitze des Kapitalismus. Ich muss es wagen. Lebt wohl. Gezeichnet N. Ische. Hallo und herzlich willkommen bei der Nische, der Seite über die wichtigsten Belanglosigkeiten der Welt. Brett- und PC-Spiele, Musik sowie Filme stehen im Fokus dieses Podcasts, auf den die Welt sicher nicht gewagt hat. Und jetzt geht's auch schon los mit dem Becky, Kev und Flo. Ja, herzlich willkommen zu dieser vielleicht dann doch etwas anderen Vorschau, wie man im Intro natürlich schon ein bisschen gehört hat. Und ich war tatsächlich ein bisschen irritiert, dass mich dieses Jahr das irgendwie alles so richtig nicht anspricht und habe deswegen trotzdem mal versucht, ein paar Spiele rauszusuchen, die ich mir auf jeden Fall anschauen werde. Das sind aber insgesamt keine Spiele, die man überhaupt kaufen kann. Das heißt, wir reden von Demos, Prototypen, die mich in erster Linie ansprechen, weil alles andere, was ich so gesehen habe, entweder hat man das alles schon unterstützt oder das sind wirklich tatsächlich Spiele eines Genres, die mich dann eher weniger interessieren. Die Spiele, die ich euch jetzt zeige, sind so frei sortiert. Das heißt jetzt nicht, dass die besonders gut sind, besonders schlecht sind oder mich besonders reizen oder weniger, sondern einfach mal so ein bisschen frei aus der Hose raus, was es so an Spielen gibt, die ich mir auf jeden Fall anschauen werde. Den Vorreiter macht auf jeden Fall das Infinity Defiance und das basiert, das ist ein, dass das alles Koop-Spiele sind, ist eh klar, ne? Das ist ein Dungeon Crawler kooperativ, Sci-Fi, basiert ein bisschen auf dem Kampfsystem des Tabletops, nämlich Infinity, aber jetzt eben von derselben Firma, nämlich Corvus Belli, gebaut als Dungeon Crawler mit Fähigkeiten und so weiter. Soweit so Standard. Das, was mich in den Vorberichterstattungen dann schon interessierte, war, dass es doch ein sehr dynamisches Kampfsystem angeblich haben soll. Und das würde ich mir ganz gerne mal ein bisschen genauer ansehen. Das Spiel wird im Herbst 2019, also es ist jetzt noch nicht online, das heißt also, es ist jetzt eine Frage der Zeit und sie werden es ganz sicher entweder parallel auf Essen starten lassen oder eben kurz danach dann eben auf Kickstarter erscheinen. Und insofern ist das recht interessant natürlich auch, vielleicht auch nicht,
weil es natürlich zum einen Narration geben soll. Sie werben auch damit, dass es episch sein soll. Gut, episch kann mittlerweile jeder auf eine Packung draufschreiben, das heißt erstmal überhaupt gar nichts. Ja, und das ist natürlich demzufolge auch, das kann Vor- oder Nachteil sein, kompatibel sein soll mit den Figuren, die es entsprechend auch im Tabletop gibt. Und es sieht rein von der Produktion natürlich jetzt schon ziemlich cool aus. Das heißt, das ist auf jeden Fall, macht mich schon mal neugierig. Als auch natürlich das, was sich gameplaymäßig dahinter verstecken lässt. Und das, was ihr hier im Hintergrund sieht, sind eben genau die Bilder, die man sehen kann. Ja, dass es eben Hexfeld basiert ist, was ich ja eh mal ganz cool finde, wenn die Hexfelder eben auch taktisches Positionsspiel ermöglichen. Und kommen wir zu ein paar mechanischen Sachen, die ich entdeckt habe, die mich ein bisschen ansprechen. Eine Sache, die mich sofort an Maschine Arcana erinnerte, war, dass das Item-System, auch das soll geklaut sein, jetzt habe ich leider den Namen vergessen, super Vorbereitung, Arena-Spiel, kompetitiv, ist das das Infinity oder war es ein Parallelprojekt? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich bin da jetzt nicht so firm drin, weil, wie gesagt, Tabletops an und für sich interessieren mich jetzt nicht so. Aber dass es eben ein Item-System gibt, das man so einrüsten kann, wie ihr das an der Seite hier seht, auf den Bildern, dass also bestimmte Items zu bestimmten Charakteren passen und demzufolge, dass ja in der Theorie wohlgemerkt natürlich das Kombinieren von Ausrüstung recht spannend sein kann. Aristea ist es übrigens. Das ist das zweite System, wovon vieles von dem Kampfsystem wohl auch kommen soll. Vielleicht kennen das welche von euch, ich kenne es nicht. Ja, habe ich nur im Rahmen der Videos mir entsprechend reingezogen. Also was ganz spannend klingt auf mechanischer Ebene ist, dass, also wie toll das Spiel ist, ist nochmal eine ganz andere Frage, aber deswegen gehe ich ja zum Spiel, weil ich das sehen will, ist, dass du bei Aktionen, wenn du Angriffe hast, gibt es eine Aggro-Ressource und du hast in deinem Charakter wohl angeblich einen Maximalwert und wenn du den übersteigst, dann lädst du damit quasi die Ressource beim Gegner auf, der wiederum dann neue Fähigkeiten kriegt. Und dann gibt es parallel auch noch eine Alarm-Level-Ressource wohl irgendwie dabei, die ebenfalls nochmal ein bisschen die KI unterstützt und neue Effekte triggert. Und auch das Missionsdesign klang recht spannend, dass es eben nicht nur von A nach B Missionen gibt, sondern auch befreie X, bringe ihn zu Y. Natürlich jetzt nicht Innovationsbollwerk oder so. Aber es sieht insgesamt von der Mischung, von den Videos, die man sehen kann, schon mal recht spannend aus. Und deswegen schaue ich mir das auf jeden Fall an. Das ist für mich persönlich sogar mit das spannendste Spiel. Auch wenn vielleicht unterm Strich dann das vielleicht doch nur ein Standardspiel ist. Ja gut, dann weiß ich es eben vorher. Denn so wie man das ja auch im Hintergrund sieht, sieht der Production Value schon ziemlich gut aus. Weswegen es umso wichtiger ist zu wissen, taucht das Spiel eigentlich was oder gehört das eher in eine Mülltonne? Ja, also Infinity Defiance von Corvus Belli in Halle 6, Stand L109. Ja, da schaue ich auf jeden Fall mal vorbei. Ich bin mal gespannt, ob die da was hinkriegen. Auch dieses Kartensystem sieht ganz spannend aus. Das schauen wir uns mal auf jeden Fall genauer an. Dann Arceus. Fliegt so völlig unterm Radar. Keine Ahnung, was das überhaupt ist. Ne? Gibt es in Halle 2, Stand A113. Ist auch, ne, nicht, dass ich da jetzt so fixiert drauf bin, aber es hat sich irgendwie rausgestellt, dass mich das besonders interessierte. Also erstmal fand ich das Setting ganz cool. Ägypten wird angeteasert als kooperatives, storygetriebenes Kampagnenspiel mit Minis. Und wenn man sich im Hintergrund das schon mal anschaut, dann sehen die Sachen entsprechend rein optisch gesehen schon mal sehr lecker aus. Wie mittlerweile in vielen Videos, glaube ich, bei rumgekommen ist. Mir sind Minis prinzipiell egal. Ich sag nur, das Spiel sieht auf dieser oberflächlichen Ebene, wenn das auch wieder ein Crowdfunding-Ding wird, und das wird auch wieder auf Kickstarter online gehen, dann sieht das immer lecker aus und dann ist es hilfreich, das vorher gespielt zu haben, um zu wissen, okay, das kannst du knicken oder aber das ist es entsprechend wert. Viel mehr dazu kann ich entsprechend gar nicht sagen, außer das, und deswegen wunderte mich, dass ich das nirgendwo sonst gesehen habe, erstens, dass es so 3D-Aufbauten scheinbar hat und dass dahinter Leute stehen, die eigentlich ganz klar einem breiten Publikum zugeschrieben sind. Das kann für mich auch ein Nachteil sein. Und Antoine Bauza ist jetzt, weiß Gott, kein Unbekannter zum Beispiel. Ja, oder Ludovic Montblanc. Also da sind jetzt schon Leute bei, die hat man schon mal gehört im gesamten Brettspielgenre. Und insofern bin ich da gespannt, was die da auf die Beine stellen. Ich bin ziemlich sicher, dass das Spiel weit unter dem ist, was ich als anspruchsvoll für mich definiere. Aber du, wenn ich mir das frei angucken kann, dann bin ich da auf jeden Fall gespannt. Und wie gesagt, dadurch, dass mich das optisch total anspricht und mich auch dieses Setting anspricht, ist es umso besser, wenn ich im Vorfeld weiß, okay, kannst du knicken, brauche ich nicht. Dann Kultistorm, das kommt manchen schon bekannt vor, weil das letztes Jahr schon in dem Video war und ich merkte, dass obwohl ich dann auch zahlreiche, ich habe ja auch ein Video gemacht und ich habe auch ein paar Sachen in Foren reingeschrieben und so und trotzdem waren dann Leute neugierig, weil sie nicht wirklich greifen konnten, wie toll ist das Spiel eigentlich
Und man kann das parallel, so zumindest sieht es derzeit aus, parallel late plätschen auf Kickstarter. Also ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt hatte, Halle 5, das sollte ein I sein, Stand E129, ist ein kooperatives, ich brauche nichts, glaube ich, gar nicht zu sagen, ne? Ein kooperatives Verteidigungsspiel, also ist eher so ein Ding wie Ghost Stories und KKG, ne? Er lebt davon, dass du mit Handkarten entsprechend versuchst, Symbole zu triggern. Wie gesagt, guckt euch ja das andere Video nochmal an. Ja, hatte eine ganz coole Progression, hatte auch einen ganz passablen Schwierigkeitsgrad, sorgt ja dafür, dass man sich viel untereinander absprechen musste und hat dann, ich werde ja, wie gesagt, in diesem Jahr noch Zeuge werden, wenn sich der Kickstarter, also die erste Welle, nicht weiter verzögern sollte, kann ich das ja dieses Jahr nochmal dann wirklich konkret auf Herz und Nieren dann testen, auch zu Hause. Hatte dann auch noch ein separates Story-Modul, was dann wiederum erst nächstes Jahr kommt, wodurch man alle Standorte, Gegner und so weiter ebenfalls nochmal, ist ein Mythos-Spiel übrigens, dann nochmal weiter atmosphärisch aufbauschen kann. Und wir waren überrascht, wie schnell das zwar auf der einen Seite erklärt war, aber wie kooperativ das war. Und das hatte uns letztes Jahr außerordentlich gut gefallen. Das heißt, wenn Leute immer noch wissen wollen, was das Spiel eigentlich so drauf hat, dann schadet das nicht, da nochmal vorbeizukommen und sich Cultistorm nochmal anzuschauen, um zu wissen, hey, springe ich da noch mit rein oder nicht? Weil, wie gesagt, hat mir auf den ersten Blick damals ganz gut gefallen. Ob das jetzt das beste Spiel aller Zeiten ist, ist nochmal ein anderes Thema, ne? Aber, wie gesagt, hat mir wirklich gut gefallen, lohnt sich auf jeden Fall mal anzuspielen. Dann mal ein kurioser Titel. Überraschungsbox, keine Ahnung. Wird auch ein Kickstarter, logischerweise. The Legend of Drimmek, kooperatives Spiel für 2 bis 4 Spieler, wo es darum geht, dass du Schätze suchen sollst und also quasi in den Kerker absteigst, aber das Spiel eben ein dreidimensionales Spielfeld hat und es demzufolge so eine Art Plattformer simulieren soll, spricht mich optisch zwar so mittel an, aber die Idee finde ich ganz witzig und wenn das tatsächlich was auf dem Kasten hat, Randnotiz, was ich jetzt nicht so glaube, dann würde mich das auf jeden Fall mal interessieren, wie gut sie das hingekriegt haben und ob das so ein nettes Gimmickspiel ist oder ob das sogar noch ein bisschen mehr kann. Keine Ahnung, Wundertüte. Man findet auch kaum Informationen dazu, aber trotzdem schaue ich mir das unbedingt mal an. Auch in Halle 5 zu finden, Stand E111, The Legend of Drimmek. Das gucke ich mir auf jeden Fall mal an, allein aus Kuriositätsgründen. Wahrscheinlich stehst du kurz davor und drehst direkt wieder um. Ne, gucken wir uns das einfach mal an, wenn es dann entsprechend dann vor meiner Nase sitzt. Klingt irgendwie witzig, mehr aber wahrscheinlich auch nicht. The Path of the Adventurers in Halle 5, E111, ist der gleiche Stand wie Legend of Drimmek. Und insofern kann man da Laufarbeit sparen. Und das ist ein kampfbasiertes Explorationsspiel, kartenbasiert. Also der Spielplan basiert auf Karten mit Fähigkeiten entwickeln, Waffen entwickeln und so weiter. Und wie man das hier auf dem im Hintergrund entsprechend schon sieht, geht es eben auch darum, dass es eine Explorationskomponente gibt, dass es auch anscheinend Figuren gibt bei dem Spiel und dann eben auch eine Narration entsprechend erlebt. Ja, auch da ist wieder die Frage, haben die das wirklich drauf oder übernehmen sie sich da völlig, hat das was zu bieten? Ja, es wirbt auch damit, dass jedes Abenteuer unique ist, dass man die Gruppenzusammenstellung besonders beachten muss. Bin sehr gespannt, ob das was wird. Aber wie gesagt, solche kleinen Sachen, das ist ja auch immer mal ganz nett, sich das anzugucken. Kann auch wieder gut sein, dass das wieder so jenseits von Gut und Böse ist. Trotzdem interessiert mich das und da ich da an dem Stand dann sowieso mal vorbeischaue, schaue ich mir das auch nochmal an, denn vielleicht ist das auch ein unterschätztes Juwel, man weiß es ja alles nicht. Dann Running Quest Soul Raiders. In Halle 2 stand F121, The Crowdfunding Agency, One for All. Also es ist dann wahrscheinlich dieser Crowdfunding-Bereich. Bin mir jetzt nicht sicher. Also da findest du auch wieder gar nichts zu. Auch da können wir uns nur über die Boardgame-Geek-Beschreibung unterhalten. Nämlich, dass das eine Saga sein soll, also ein Running Quest Game System. Das heißt also, sie versuchen damit ein Spielsystem auf die Beine zu stellen. Und dass es eben auch kapitelbasiert jedes Mal neue Bedrohungen gibt und dass man dann eben auch wieder versucht, in gegenseitiger Unterstützung eine Bosse zu legen, Missionen zu absolvieren. Und gibt auch persönliche Karten übrigens, also das heißt auch Handmanagement wird eine Rolle spielen. Und ansonsten natürlich viel PR, bla bla, wo man jetzt eben auch nicht weiß, gut, was steckt jetzt entsprechend dahinter. Aber weil es eben dazu fast gar nichts gibt an Informationen, bis auf halt ein Boardgame-Geek-Interview aus Cannes, bin ich tatsächlich buchstäblich gespannt, was das Spiel kann.
Dann wohl das verbreitetste Spiel auf der Liste, das Yggdrasil Chronicles, was ja ebenfalls ein kampagnengetriebenes Spiel ist. Was allen voran natürlich erstmal durch den dreidimensionalen Spielplan letztendlich natürlich auch schon mal auf sich aufmerksam macht. Ja, wie gesagt, ich habe das auch erstmal nur alles überflogen, weil so richtig viel gepackt hat mich davon jetzt nichts. Fand ich nur erstmal spannend zu sehen. Stand habe ich jetzt, glaube ich, noch nicht gesagt. Einen Moment. Halle 3 stand K111 bei Ludonaute. Ja, muss man auch einfach mal sehen. 50 Euro soll das kosten. Das wird sogar entsprechend verkauft. Das ist, glaube ich, das einzige Spiel auf meiner Liste, was überhaupt zum Verkauf steht. Ja, ich habe gleich noch ein paar, die ich nachreiche. Aber ja, muss man auch mal gucken, was das Ding kann. Ja, unerwähnt lassen will ich es natürlich nicht. Das Last Bastion, also das heißt der Nachfolger von Ghost Stories. Ja, ob ich das brauche jetzt nach Besieged, Alien Uprising, Defenders of the Realm und Co. Also so viele Castle-Defense-Spiele, wie wir mittlerweile schon gespielt haben, und Centauri Saga und so. Ja, ob es das wirklich noch braucht, ich guck's mir, glaube ich, einfach nochmal an, was es dann so wirklich kann. Aber so unterm Strich, glaube ich, ist das auch so ein Spiel von ferner Liefen. Ich habe sogar in meiner Liste das Talisman drin, weil ich ja meine Sammlung komplett verkauft hatte und jetzt auch die verlorenen Reiche, ja, bei Pegasus neu erschienen sind. Ich find's irgendwie ganz nett, dass sie das alte Spiel nochmal auspacken, wohl wissend, dass das Spiel mechanisch gesehen eine absolute Vollkatastrophe ist. Aber wir uns manchmal doch dabei ertappen, dass nachdem ich es verkauft habe, man doch irgendwie dem, ja, man verbindet halt ein bisschen was damit, ne? Aber ich, ja, ist auch so wirklich nur der Vollständigkeit halber auf der Liste. Und was ich mir natürlich auch nochmal angucke, ist den aktuellen Stand vom Petitions Mouth Abyssal Rift Soulspire von Dragon Dawn Productions in der Halle 2B101 ist der Stand. Ob es wieder neue Infos gibt, wie gesagt, ich konnte mir letztes Jahr schon den Prototyp ein bisschen angucken oder zumindest die Konzeptideen, die sie hatten. Und dass Petitions Mouth ein fantastisches Spiel ist, das ist ja mittlerweile auch schon klar, unserer bescheidenen Meinung nach. Und dann ist es das tatsächlich auch schon. Das Atlantis Rising kann man wohl auch kaufen, kann man ja auch abholen. Dann gibt's noch so ein, ja, brauche ich nicht erwähnen, das Armata Strigoi, das kann wahrscheinlich gar nichts. Ja, nee, ist egal. Und insofern, ja, ist das für mich tatsächlich, und so war es am Intro natürlich zwar auch scherzhaft, aber natürlich irgendwie schon ein bisschen klar, dieses Jahr ist irgendwie für mich super unspannend. Und vor allen Dingen, das hatte ich ja auch im Intro angedeutet, dass Verlage, mit denen ich fest gerechnet hatte, die sind dieses Jahr einfach gar nicht da. Also zum Beispiel Second Gate, die Besieged 2 ja im Anstich haben, die werden nicht da sein. Yuri Billich von Machina ist dieses Jahr nicht da. Was für mich dann doch schon insofern Enttäuschungen sind, weil ich da die regelmäßigen Treffen und den Austausch immer sehr geschätzt habe. Und ja, das fehlt mir natürlich dieses Jahr. Das ist für mich natürlich schon recht bitter. Auch hatte ich zum Beispiel Projektdesigner wie Shadowborn Games damals auch angeschrieben. Sagt mal, seid ihr für ein Oathsworn irgendwie da? Die sind natürlich dieses Jahr nicht da. Auch die von Aeon Trespass Odyssey sind nicht da. Also solche Sachen, wo du sagst, damit man nochmal einen Pledge vielleicht reflektieren kann oder so. Ja, das wäre nochmal spannend gewesen. Aber das ist dieses Jahr halt entsprechend alles nicht vor Ort. Und insofern wird das für mich ganz sicher, man soll ja nie sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Jahr, weil letztes Jahr auch schon so, mit gar keinem Spiel hier rausgehe. Und insofern wird das, glaube ich, die günstigste Messe überhaupt. Gut, auch Kunststück, wenn du halt hunderte Euros auf Kickstarter versenkst, ja, dass du da natürlich auf einer Messe nicht mehr so viel ausgibt. Ja, oder man dann ausgibt, ist natürlich auch irgendwie klar. Wie sieht's denn bei euch aus mit eurer Vorfreude? Seid ihr auch so ein bisschen ernüchtert wie ich? Ist das, seid ihr Feuer und Flamme und habt schon 1.800 Euro beiseite gelegt? Worauf freut ihr euch speziell? Sind es die Treffen mit Freunden, die ihr sonst im Jahr nicht so oft seht? Oder habt ihr euch schon mit bestimmten Leuten verabredet? Würde mich auch mal interessieren. Ja, für mich ist es so, ich weiß, dass ich da Spaß haben werde, ne? Also nicht falsch verstehen. Aber es gab Jahrgänge, da habe ich mich wesentlich mehr drauf gefreut als dieses Jahr. Was einfach daran liegt, dass ich das Gefühl hatte, dass genau mein Genre super unterrepräsentiert ist. Was tatsächlich ein bisschen schade ist. Auf der anderen Seite spart es einen Geldbeutel und schont es einen Geldbeutel, ist ja auch nicht schlecht. Insofern, ja, lasst es mich mal wissen, was eure Vorfreude so ausmacht. Habt ihr Top-Titel? Wie sieht eure Liste so aus? Worauf freut ihr euch? Oder auch andersrum kann man auch schreiben, warum seid ihr zum Beispiel total abgebockt auf diesen Jahrgang? Und auf diesen Durchlauf der Spiel 2019. Lasst es mich mal wissen. Hashtag reingehauen. Schau mit V.